Ebru sabahtan beri biraz halsiz ya. Bilmiyorum He. sizin. Test yaptı galiba pozitif çıktı. Ana eşkiye. Ana nereden geçti acaba? O gün doğum yapmaya gitti ya oradan kapmış. Oh iyi. Genau, Leute, auf jeden Fall war das ein Zeichen, dass wir nicht nach Istanbul fliegen sollten, weil ich wollte so oder so einen Tag vor unserer Reise zu Bale gehen und meine Augenbrauen machen lassen. Ich habe eine Freundin geschrieben, sie hat halt heute auch leichtes Kratzen und dass Bale halt positiv getestet worden ist. Deshalb haben wir einen Test gemacht. Das ist ganz, ganz leicht. Ich weiß nicht, ob man da. Ich glaube schon, man sieht es schon. Ja, Leute, das ist, ich wüsste, noch schlimmer als die Krankheit ist gerade, dass ich meinen Sohn nicht küssen und umarmen kann. Da ist die Infizierten-Ecke. Ich habe mich testen lassen. Ich bin negativ. Wie läuft dein erster Tag als Corona-Infizierte? Ich weiß erst gerade vor seit 2 Stunden Ja, aber du bist seit heute Morgen bist du eigentlich krank. Nein, mir geht's eigentlich gut, Leute, aber ich habe halt wirklich extrem Gliederschmerzen und das macht mich so schaffen. Sobald ich aufstehe, dreht sich mein Kopf, als würde mein Gehirn sich von meinem Kopf ablösen. Aber ich kann mich nicht beschweren, also wenn ich mir so die ganzen anderen Geschichten höre, jetzt ist okay. Also sobald ich Tablette nehme, merke ich, mir geht's gut. Soll ich runtergehen? Auf jeden Fall ist das gerade ein Corona-Haus, Quarantin, Day One. So ist das. Aber ich weiß, warum du Corona hast. Ich weiß, warum du diejenige bist, die Corona nach Hause gebracht hat. Weil ich der chillige Nachrichtensprecher war, der aus dem Studio heraus gesprochen hat. Nein. Und sie war live aus Istanbul, hat sie euch mitgenommen. Schatz, die Leute werden gar nicht checken, was du jetzt meinst. Die denken, ich wär wirklich jetzt in Istanbul. Sie war unsere sexiest Korrespondentin im letzten Video. Da hat sie sich wahrscheinlich angesteckt. So schnell kann es gehen, Leute. Solange wir uns dir nicht nähern, da kann eigentlich nichts passieren, weil meine Schwester hatte ja auch Corona und ihr Mann hat das nicht bekommen, obwohl die tagelang natürlich im selben Bett geschlafen haben. Also eigentlich kann nichts passieren, aber sicherheitshalber müssten wir Nee, dich ja. schon eigentlich wegsperren. Also ich würde sagen, wir packen uns jetzt unsere Gasmasken aus und sperren dich jetzt weg. Ab heute wirst du hier unten leben, du wirst hier schlafen, du wirst hier aufwachen, du wirst nicht rausgehen. Nur die Temperatur hier. Ja, ich habe Fußbodenheizung angemacht. Belichtung ein bisschen scheiße, aber kann man nichts machen. Wir müssen jetzt erst testen, ob er auch ein Opfer ist oder nicht. Oder kann man nicht. Ayas nervt. Ayas hat einen Test gemacht. Ja. Anlat mir, Ayas nervt denn? Ja, du hast einen Test gemacht. Jetzt müssen wir das 10 Sekunden lang so mischen. Guck mal, jetzt mag. So, 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 so. So, so, so. So, so, so. So, so. Ja, das ist schon Corona, dimm Ayas? Welche Krankheiten er schon weggesteckt hat. Was ist schon Corona, dimm Ayas? Ja, scheiß mal auf Corona, Ayas, dimm. Ja. Ja, erzähl mal, wie fühlst du dich? Ja, wir sind negativ, Timme. Obwohl, bei dir weiß man gerade nicht, warum sind wir uns gerade so nah, Ayas? Hä? Was ist, wenn du jetzt auch positiv bist? Dann musst du auch in die Corona-infizierten Ecke. Dann bist du drüben bei Mama. Ja, Mama, Mama, dann bist du bei Mama. Ja, und dann ist Baba alleine. Wow, ganz fetter Strich. Ayas, du hast gar nichts. Ayas, du hast gar nichts. Bravo, Ayas ist gesund, bravo. Ayas. Hi. Machst du jetzt eine Dokumentation? Ayas, Mama, mein Baby. Mama ist hinter Gittern. Oh nein, ich hab dich so vermisst, Baby. Wir haben der Mama jetzt Tee gebracht. Ja. Ich versuch das hier aufzumachen. Ja, Danny. Da. Da. Ayas darf jetzt ein bisschen seine Kinderserie weiterschauen. Bis ich ihm sein Frühstück vorbereite. Sonst rastet er komplett aus, wenn ich in der Küche bin und er, ja, wenn er Hunger hat. So kann er sich ein bisschen ablenken. Mama, Ayas, acıktı mı? So, das ist Ayas Frühstück. Tomaten, Oliven und Brot. Und ein bisschen Avocado tue ich ihm noch rein. Ich mache mir einfach so ganz schnell ein Baguette und der Ebru mache ich so ein belegtes Brötchen. Ein, zwei Mandarinen noch dazu. Weil Mama braucht Vitamin C. Mama braucht Power. Ja. So ganz easy Frühstück. Wir haben Merve jetzt einkaufen geschickt. Da ist ein bisschen Ingwer, Kurkuma war es glaube ich. Ein paar Äpfel, Bananen und so weiter alles einkauft. Dann mache ich der Ebru so einen richtig fetten, geilen
Ingwer Orangen Shot. Nach diesem Shot, Leute, Corona wird Angst kriegen und ihren Körper sofort verlassen. Sofort ist sie Corona frei. Wir machen Mama einen Vitaminshot. Und dann hat sie gar nichts mehr, Demme. Dann ist sie wieder, topfit. Ah ja, sie ist traurig, weil Mama weggesperrt ist, Stimme. Du darfst jetzt auch eine Mandarine essen. Wir machen das jetzt so, dass sie die ersten zwei Tage mal ein bisschen weg ist von uns. Da besteht die Gefahr dann am meisten, dass man andere noch ansteckt. Also sie ist nicht 24 Stunden da unten, sondern die meiste Zeit. Ansonsten halten wir immer Abstand. Ich denke, morgen, übermorgen geht sie schon viel besser. Dann kann sie auch hier oben chillen, dann passiert da gar nichts. Ich habe euch auf Instagram gefragt, wie es bei euch verlaufen ist. Es gab viele, die geschrieben haben, dass sie jetzt komplett weggesperrt bleiben muss. Am besten noch mit Maske und so weiter. Dass sie das so gemacht haben, aber trotzdem alle im Haushalt angesteckt haben. Dann gab es sehr viele, die geschrieben haben, die haben eigentlich so gut wie gar nicht aufgepasst. Die haben so weitergemacht wie ohne Corona. Es gab Menschen, die haben ihre Mama umarmt, die haben zusammen gekocht, die haben keine Ahnung, was weiß ich was gemacht, da ist gar nichts passiert. Die Meinungen spalten sich extrem. Ich meine, jeder sollte einfach für sich selber entscheiden, so wie er sich sicher und am besten fühlt. Ja, wir haben uns jetzt für diese Art von Quarantäne entschieden, sage ich mal, dass sie halt die meiste Zeit da unten ist. Ab und zu kommt sie hoch, dass sie Eier sieht. Eier ist auch sehr traurig, weil Ebru ja irgendwie im Haus ist, aber nicht bei ihm ist. Also er weiß, dass sie da ist, aber sie ist nicht hier, also oben. Sie hat sich weggesperrt, so dass er versteht das schon. Also an Tagen, wo Ebru aus dem Haus ist, wo sie irgendwo hingeht und Ayas das sieht, dass sie weggeht, dann ist er nicht so drauf. Dann weiß er, Mama ist gerade weg, dann chill ich halt mit Papa. Aber heute ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Ich glaube, es geht gerade so eine Welle rum. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie haben gerade voll viele Corona. Schreibt gerne in die Kommentare, was euch alles geholfen hat, während ihr Corona hattet. Sodass wir uns alle gemeinsam so ein bisschen unterstützen können. Viele haben auch geschrieben, dass gar nichts geholfen hat. Dass die einfach Schmerzmittel genommen haben. Versucht haben, die Zeit totzuschlagen. Auf jeden Fall ist unser Einkauf jetzt da. Wir haben hier Orangen, Mandarinen, ganz viel Zitronen, Ingwer, frisch gepressten Orangensaft. Dann haben wir hier so Ingwer- und Orangenshots, Kurkuma. Ein paar Äpfel. Damit zaubern wir jetzt etwas, damit sie schnell auf die Beine kommt. Und Ebru musste gerade losfahren, ihren PCR-Test machen, weil sie hat ja nur so einen Selbsttest gemacht zu Hause. Ja, und dann schauen wir, was das Ergebnis zeigt. Ich werde jetzt hier selber auch noch mal einen Selbsttest machen. Gestern Abend war ich in so einer Teststation, habe mich testen lassen, ich war negativ, aber sie hat sich ja am Dienstag schon angesteckt. Gestern Abend haben wir es ja erfahren, dass sie Corona-positiv ist. Bis dahin waren wir 24/7 nebeneinander. Es kann ja sein, dass sie mich schon angesteckt hat, mein Test gestern noch negativ war und heute positiv. Kann ja alles sein, keine Ahnung. Deswegen mache ich jetzt nochmal einen Selbsttest und dann schauen wir weiter. Leute, ich bin immer noch negativ. Das bedeutet, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir halten die Abstandsregelungen ein. Wir machen alles richtig. Ich bin noch gesund. Jetzt mache ich ihre Vitaminbombe fertig, sodass sie, wenn sie wieder zurück ist, richtig reinhauen kann. Unser magisches Gemisch ist fertig. Boah, riecht richtig krank nach Ingwer. Riecht richtig stark auf jeden Fall. Jetzt fragt ihr euch sicher, was da drin ist. Da sind 100 Gramm Ingwer, 80 Gramm frische Zitronen ausgepresst, 4 Orangen sind ausgepresst, bisschen Kurkuma, bisschen Pfeffer, bisschen Honig und ein ganzer Apfel. Alles zusammen gemixt, zerkleinert, geschreddert und hier drinnen. So, Ebru ist auch schon zurück. Sie hat den PCR-Test hinter sich. Ihr Ergebnis ist noch nicht da, aber das kann sie schon mal austrinken. Dem Ayas? Das ist das Getränk, nachdem du dich wieder topfit fühlen wirst. Du kannst es Ü einfach nie sagen, ne? Ayas hat ein bisschen Schiss vor der Maske. Ja. Guck mal, darf ich dich ganz kurz anfassen? Warum? Meine Hände sind immer noch eiskalt. Leute, ich habe gerade den PCR-Test gemacht. Ich musste, obwohl ich einen Termin... Oh Gott, das riecht nach Ingwer. Ich musste, obwohl ich einen Termin hatte, eine Stunde draußen an der Schlange warten. Meine Hände, soll ich dich mal kurz anfassen? Nein. Jetzt nimm, komm her, Lidia. Nein, du hast Corona. Aha.
Siehst du? Boah, ich muss mir meinen Arm abhacken. Bevor du es erfahren hast, sage ich nochmal, warst du auf mir drauf. Und jetzt tust du so. Mach mal den Geschmackstest, aber ein bisschen weiter unten. Ich habe jetzt wieder Kopfschmerzen. Mir ging es echt gut heute Morgen, ne? Bis ich einen scheiß PCR-Test gemacht habe. Wann kommt das Ergebnis? Am Dienstag. Oha. Mythisch. Boah, schmeckt das so scheiße. Was hast du reingetan? Alles. Alles, was gut ist. Aber mit der richtigen Menge? Alles, was Corona nicht mag, ist da drin. Aber mit der richtigen Menge? Probier das mal ganz gut selber. Ich kann das jetzt nicht mehr probieren. Hast du alles hier reingetan? Ja. Das ist so scharf. Ist doch gut. Meine Beine zittern immer noch vor der Kälte. Müsste Mama noch was sagen? Alex! Oh, nee. Du. Du. So, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Gib dem Video ein Like. Mach so, Ayas. Gib dem Video ein Like. Ja, wenn wir weiterhin Vlogs aufnehmen sollen in der Quarantäne. Ja, wie ihr sehen könnt, uns zweien geht's noch bestens. Und wir geben weiterhin alles, damit es Ebro auch wieder gut geht. Ich blende euch hier noch 3 Shoutouts ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. Tschüss.